In diesem Video sehen wir uns das Thema Hierarchien in multidimensionalen Datenmodellen an. Wenn euch dieses Video gefällt, freue ich mich, wenn ihr meinen Kanal abonniert. Und jetzt ganz viel Spaß mit diesem Video. Eingangs möchte ich noch gerne über die zugrunde liegende Dimensionstabelle sprechen, bevor wir in das Visual Studio Datenmodell wechseln. Ich habe hierzu die Dimensionstabelle Geography aus der AdventureWorks Datenbank ausgewählt. Ein Blick darauf zeigt uns, dass es einen Geography Key, einen Primärschlüssel gibt und dazu passende Spalten bzw. Felder wie die Stadt, Land und auch die Postleitzahl. Und genau diese Dimension sehen wir uns nun im Datenmodell näher an, beziehungsweise möchte ich dort die Funktion der Hierarchie vorstellen. Wir befinden uns nun auf dem Datenmodell im Visual Studio und wählen nun in dem Bereich Dimensionen die Geography-Dimension aus. Wenn ich nun mit einem Doppelklick auf die Dimension klicke, erhalte ich ein neues Fenster. Dieses Fenster ist im Wesentlichen in drei Bereichen aufgeteilt. Der linke Bereich Attribute gibt mir eine Übersicht, welche Attribute für Datenauswertungen bereitgestellt werden sollen. Das zweite Fenster betrifft die Hierarchien. Darin kann ich die Modellierung von Hierarchien vornehmen. Und das Fenster ganz rechts, die Datenquellenansicht, gibt mir sozusagen eine Übersicht über die Tabelle, welche ich in das Datenmodell speise und habe darin die Möglichkeit, mir bestimmte Elemente mit Drag and Drop in die Attributsliste aufzunehmen. Wenn ich nun eine Hierarchie modellieren möchte, kann ich das mit einem Drag and Drop machen und es wird eine neue Hierarchie erstellt. Diese Hierarchie kann ich nun auch einen neuen Namen geben. In meinem Fall nenne ich sie Organisation. Nun kann ich auch eine neue Ebene angeben und somit erhält diese Hierarchie eine neue Ebene. Diese Ebenen können beliebig lange sein, es wird aber empfohlen, diese übersichtlich zu behalten. Jetzt gibt es die Möglichkeit, innerhalb des Datenmodells bzw. Visual Studio mir diese Dimensions- bzw. Hierarchie anzeigen zu lassen. Dazu wechsle ich in den Browser-Modus und habe hier eine Möglichkeit, die Hierarchie auszuwählen. In diesem Fall Geography und habe dann eine gute Sichtweise, wie diese Hierarchie nun aufgebaut ist. Des Weiteren gibt es auch noch Feinheiten im Bereich der einzelnen Ebenen. Hier kann ich in den Eigenschaften noch angeben, ob es notwendig ist, bestimmte Elemente auszublenden, beispielsweise diese vier, wenn es keinen Namen hat oder wenn der Name gleich ist wie die Ebene darüber und vieles mehr. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde euch antworten. Tschüss und bis bald.